So, weiter geht es. Was mache ich hier? Wieso macht er aber nichts? Achso, Quatsch, ist doch richtig, ist doch richtig. Ist doch alles richtig. Ich wollte gerade nur das falsche Passwort eingeben. Ich war gerade irgendwie innerlich auf Walker eingestellt, warum auch immer. Dabei steht doch da extra auch nichts. Ich bin hier verwirrt. So. Okay. Hier waren wir. Ah ja, wir wollten ja erstmal Eisen holen in der nächsten Aufnahme, also jetzt. So, es ist keiner on außer mir. Schade eigentlich. Ah, okay, dann würde ich mal sorgen. Wo ist mein Boot? Da. Jetzt dürfen wir eine weite Strecke schwimmen. Und erstmal Eisen holen. Ich sollte mir irgendwann mal eine Ender-Chest klauen und die bei uns mit aufstellen. Wäre wahrscheinlich gar nicht mal so dumm. Ach, fast nicht, lassen wir. Wie gesagt, da gehen wir einfach irgendwann mal in den Nether und dann rocken wir das schon. Da brauchen wir aber erstmal eine Diamanten-Axt, weil mit einer Steinaxt oder Steinaxt geht sowieso nicht. Mit einer Eisenaxt, das ist ganz schön langwierig. Zumal ich auch gar nicht weiß, ob es überhaupt funktioniert oder ob man da wirklich eine Diamanten-Axt braucht. Ja, vor allen Dingen halt brauchen wir dieses komische diesen Elder-Stab. Sag ich gerne, weil der so aussieht wie so ein Elder-Stab, wie so verkrüppelter. Mit Pickel, mit roten Pickel. Also hier, ihr wisst schon, was ich meine. Das Ding brauchen wir. Und ja, das findet man, soweit ich weiß, nur irgendwo im Nether. Ich habe keine Ahnung, ja. Ja, habe ich keine Ahnung. Wo es da genau gibt, da werden wir es also auch mal erstmal umgucken müssen. Von daher wird das dann eine schöne Exkursion. Wie mein Lehrer jetzt sagen würde. Oder meine Lehrerin. Mein Lehrer in dem Körper einer Frau. Der ist ein Loch reingeschlagen. Okay. Wollte da irgendwer was bauen oder? Ich glaube kaum, dass das da so nicht natürlich ist. Man weiß es nicht. Man ist sich nicht einig. Ja, hier bin ich richtig. Ja, weil das sieht aus wie die Correctness. So, wenn ich jetzt wieder weitersteuere, komme ich direkt aufs Ufer. Genau. Lol, Alter. Kennt mir viel in meiner eigenen Westentasche. Das mag ich doch. Da müssen wir nur genau gucken, wo wir später genau hier drauf auftreffen. Ach, der hat schon wieder so ein Wasser hochgesetzt. Wer macht denn sowas? Naja. Da hat wohl jemand so ein Abflussrohr symbolisiert. Da kommt garantiert so eine Giftgülle raus. Das ist irgendwo so ein AKW in der Nähe. Oder Industriegebiet. Ja, hier an dem Bahnhof hier werde ich es auf jeden Fall später anbinden, das Ganze. Danke dafür. Ja. Und zwar werde ich es wahrscheinlich entweder so als Brücke drunter durch oder einfach hier lang und eine Brücke drüber bauen. Mal gucken, wie wir das machen, weil hier geht das Gleis hier hoch. Das heißt, es wäre relativ simpel, da praktisch einen kleinen Abzweig zu machen, der gerade hier rüber als Brücke geht
Wenn ihr praktisch als Brücke rumgeht, über die Straße und dann runter und dann irgendwo hinten weiter runter. Ja, so ungefähr. Ender Chest. Wir wollen so Ender Chest. Wir brauchen Eisen. Ganz viel Eisen. Ja. Sieht interessant aus. Wow. Ah, sieht er wieder geil aus hier. Ah Gott, Alter. Das sieht ja so behindert aus. So. Nein, da. Genau, die ganze. Achso. Okay, dachte gerade schon. Gut, den Stack lassen wir mal tatsächlich drin, ne, damit wir immer so ein kleines Backup haben, dass falls wir mal komplett sterben sollten, wir immer hier so ein Backup drin haben. Aber das Ding nehmen wir uns mal mit. Oder wir machen es am besten genau andersrum. So. Genauso wie wir uns noch einmal cool. Na gut, wir haben 34. Das reicht eigentlich so für die Sachen, die wir jetzt vorhaben, aus. Ja komm, reicht. Genau, das reicht. Das reicht locker aus. Haben wir noch Gleise rein zufällig? Nein, natürlich nicht. Hätte mich auch gewundert. Ich renne mal ein bisschen. Verbraucht zwar mehr Nahrung, aber es geht halt schneller. Und ich renne mal noch mehr. Spaß. Ja, das war jetzt dumm. Deswegen sollte man nicht cheaten. Damit verletzt man sich nur selber. Nice. Schade. So. Dann schwimmen wir mal wieder mit dem Eisen zurück. Ja, übrigens, der gesamte Schnee ist schon wieder geschmolzen, der gestern kam. War ja auch zu erwarten. Trotzdem hatte ich gehofft, dass der Schnee etwas länger liegen bleibt, aber gut. Ist draußen schon wieder trübselig grau. Ach, hier ist Kackwetter. Soll das eine Gottesskulptur sein oder was ist das da oben? Da sind so zwei Löcher im Fels. Wow! Ich finde es immer nice, wenn so Löcher in dem Berg drin sind, weil da noch nicht die Chunks geladen. So hier unten zum Beispiel, diese Löcher. Finde ich immer voll witzig, wenn die Chunks noch nicht geladen wurden oder generiert wurden, je nachdem. Ja, ist immer ganz nett. Ist immer ganz nett. So, da schwimmen wir mal wieder direkt zu unserem See. Das ist, sie sieht aber auch nicht schlecht aus. Also, kann man schon mal so sagen, es ist nicht schlecht, ist das nicht. Eine kleine Insel. Unbewohnt und unberührt steht sie da im Wasser. Nice, kann man so machen. So, wir müssen gleich auftreffen. Sehr schön. Dankeschön. Na komm. Der liebe Debian ist da, oder die liebe Debian, ich weiß gerade gar nicht, ob wie männlich oder weiblich. Debian hat ein ultra geiles Gebäude. Also wirklich echt nicht schlecht. War Teamarbeit, er arbeitet mit drei anderen Leuten zusammen, zumindest in dem Gebiet, wo er ist, sind noch drei andere eingetragen in diesem Bereich. Hier wisst ihr schon, hier unten bei Areas, also ja, mit dem Finger zeigen bringt natürlich voll viel. Hier unten in dem Bereich meine ich, der steht hier unten in Areas.
Da sind viele Leute eingetragen. Das Gebäude sieht echt geil aus. Er hat quasi so einen riesigen Mammutbaum komplett selber gebaut, also hier aus Holz abgebaut und dann hier so einen riesigen Mammutbaum hochgebaut. Sieht ultra geil aus. So. Bauen wir mal hier noch so lange, bis die Spitzhacke kaputt ist und dann bauen wir jetzt endlich mal wieder eine Eisenspitzhacke. Du Kacke. Eine Eisenspitzhacke. Hoffentlich sind hier bei diesem Schotter wenigstens, ja, also wie gesagt, Schotter, Geröll, nennt es wie es wollt. Ich nenne es gerne beides, weil es letztendlich beides so ziemlich das gleiche. Ich meine, gut, Schotter ist meistens künstlich erzeugt, oder eigentlich ist der Begriff für künstlich erzeugtes Geröll. Und eben Geröll an sich ist vor allen Dingen halt. Was rede ich jetzt gerade? Nee, also. Schotter ist quasi künstlich zermahlene Steine. So kleine Steine kennt ihr ja bei Bahnanlagen, da unter den Gleisen, ne? Das ganze Kleinzeug. Das ist praktisch Schotter. Sehr grob Königer Kies, wenn man den so möchte. Nee, und Geröll ist ja praktisch das, wenn es natürlich vorkommt. Und Geröll ist naturbedingt meistens auch noch mit anderen Sachen verbunden. Also praktisch, also da hat man dann auch noch Sand mit bei und irgendwelche alten, ja, Pflanzen und so ein Scheiß. Also alles, was halt in der Erde so rumkeucht und fleucht, das ist ja meistens Geröll. Ansonsten hätte man ja als Geröll meistens auch noch so Abfall, wenn man jetzt praktisch hier Bauindustrie, also wenn jetzt zum Beispiel ein Haus abgerissen wird. Das, was denn dabei entsteht, das nennt man ja auch dann meistens Geröll. Das, was viele auch gerne als Bauschutt betrachten. Ist es erlaubt, Bedrock zu zerstören? Ich wusste gar nicht, dass man Bedrock zerstören kann. So, ich weiß noch gerade gar nicht. Bitte was? Ich habe damals mit Explosion gemacht, also hier mit TNT und sowas alles. Okay, Eisenhacke. Ja, komm, 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 komm. Ja. Drucken geht natürlich nicht, das geht nur bei Doom. So, Eisen haben wir. Wir müssen zur Werkbank. 1, 2, 3. Und wir haben keine Stöcker mehr. Leck um Jo. Dann holen wir uns nochmal ein paar Stöcker. So, 24. Erstmal hier aufräumen. Jetzt geht der Markt an. Alter, erstmal überhaupt aufräumen. Man muss einen Baum darunter pflanzen? Um einen Baum unter Bedrock zu pflanzen, da müsste man noch quasi, ja, erstmal durch das Bedrock überhaupt durchkommen, weil das Bedrock ist ja eine Schicht. So, wir räumen erstmal hier ein bisschen auf. Der ganze kleine Radatsch kommt erstmal alles hier rein. Brauchen wir alles nicht.
Gut, ich dachte, haben wir jetzt gerade aneinander vorbeigesprochen. Ich dachte, er meint jetzt, wenn man hier jetzt nach unten baut, da kommt man ja auf Neta. Also hier auf diesen Bedrock, meine ich jetzt natürlich. Aber er meinte, er geht praktisch in den Neta und baut sich dort nach oben. Das geht ja auch, weil der Neta ist ja sowohl oben als auch unten mit Bedrock barrikadiert. Und klar, wenn man natürlich an den Bedrock oben rankommt, kann man natürlich da den Sapling hinsetzen, wo dann ein Baum wächst. Das geht natürlich. So, wobei ich jetzt gar nicht weiß, was für Bäume überhaupt im Nether überhaupt wachsen. Aber gut. Was wollten wir? Aufräumen. Das kommt raus, das kommt alles weg. Alles Müll, Geröll, Schotter, Kacke, Kies. Halt, ich mach's genau falsch rum. Bin ich behindert? Ah, hier noch die Steine rein. Der ganze kleine Radatsch soll doch genau hier rein. Nee, der mal nicht. Hier kommt wirklich nur Steinzeug rein. Also Sachen, die man aus dem Erdreich abbaut. So, der ganze andere kleine Radatsch kommt dann alles in die andere Kiste. Wüsste ich jetzt gar nicht. Warum soll man über Bedrock nichts platzieren können? Weil eben, das ist richtig, weil, ja, das ist praktisch, wenn man diesen Nether hat. Dieser Nether ist ein Bereich innerhalb der Map. Ganz normaler Bereich. Und der liegt irgendwo in einem Safe Game. Der ungefähr bei minus 10.000 oder sowas. Deswegen sind auch die Leute, die im Nether sind, werden immer ganz. Ja, hier sieht man es gerade. Der wird ganz unten angezeigt. Deswegen bewegt er sich auch nicht, wenn ich laufe, weil er praktisch extrem weit entfernt ist. Und eben, praktisch, der Nether ist unten mit einer Bedrock-Schicht begrenzt und oben. Und genauso wie halt praktisch die Welt, wo wir jetzt gerade sind, die hat halt auch untenrum Bedrock. Und immer wenn eine Bedrock-Grenze vorliegt, dann kann man, wenn die Bedrock-Grenze unten ist, kann man unter ihr nichts bauen. Und wenn die Bedrock-Grenze über einem ist, so wie zum Beispiel im Nether, dann kann man darüber auch nichts bauen. Ich habe es mal geschafft, also rein technisch kann man da Sachen bauen, wenn man zum Beispiel cheatet und sich die Rechte ergattert. Aber sobald man die Sachen dann platziert hat, verschwinden sie auch automatisch wieder. Und ich habe auch mal probiert, wenn man jetzt zum Beispiel hier oberirdisch ist und dann da unten diese Bedrock-Schicht hat und ein Bedrock-Stein entfernt, dann ist da unten praktisch nur noch Leere. Da kommt praktisch also Luft. Und wenn man da jetzt zum Beispiel Wasser platziert, dann ist das so, dass das Wasser auch wirklich nur bis zu dieser Grenze von dem Bedrock fließt. Und darunter, wo endlich Leere ist, fließt das Wasser trotzdem nicht weiter. Heißt also, es wird tatsächlich unterbunden, da etwas zu platzieren. Und die Sachen, die dort platziert werden würden, werden dann im Nachhinein wieder gelöscht. Ist also sehr interessant. Und auch wenn man Sachen fallen lässt, also wenn man sich jetzt zum Beispiel. Also Void ist praktisch diese Schicht, die praktisch nach dem Bedrock kommt, wo praktisch nichts mehr ist, außer Luft. Und wie gesagt, das geht halt nicht. Das Wasser läuft halt wirklich nur bis zum Bedrock und darunter geht es halt nicht weiter.
Und auch wenn man praktisch selber in dem Void ist, weil man kann sich ja mittels Snowclip, also dem hier, kann man sich ja praktisch auch unten ins Bedrock verschieben. Und wenn man da dann praktisch stirbt zum Beispiel, dann droppt man ja Items. Und diese Items, die man schon dann auch wieder direkt. Ist sehr interessant, kann man viel rumexperimentieren, macht auch sehr viel Spaß. Ist natürlich jetzt nicht hier. Ach, hier habe ich auch noch eine Kiste. Leute, was mache ich denn hier rein? Keine Ahnung. Ist aber natürlich jetzt nichts, was wir jetzt hier im Let's Play machen wollen, weil das wäre alles im Rahmen dessen, was man nur durch Cheaten erreicht. Weil, wie gesagt, normalerweise rein laut Gameplay kommt man halt nicht unter den Bedrock, weil man kann Bedrock nicht abbauen. Auch nicht wegsprengen mit TNT und auch nichts. Ich habe alles versucht, was so normal funktioniert. Man kann Bedrock halt wirklich nur entfernen, wenn man halt im, wie heißt der? Hier, im Kreativmodus ist. Nur dann kann man das entfernen. So, die Äxte kann ich auch hier lassen, die brauche ich auch nicht. Ansonsten, auch erstmal da rein. Das natürlich auch. Oh, Äpfel. Kann ich ja erstmal als primäres Nahrungsmittel benutzen. Apropos Nahrung. Oh! Die bringen immer gleich relativ viel. Oh, zwei. Oh ja. Was? Hab gerade gemerkt, wenn man das Holz austauscht gegen einen anderen Block, geht es. Das wäre natürlich witzig, wenn das so funktionieren würde. Das würde quasi meine gesamte Herleitung, wir haben keine Spitzhacke gebaut. Okay, kann man ja doch Sachen bauen. Ah ja, wie gesagt, da kann man sehr viel schön rum experimentieren. Also wir hatten sogar noch Stäbe. Wow. Gut, wir wollen jetzt erstmal Spitzhacken bauen. Wir wollen erstmal zwei Stück. Das sollte erstmal reichen. Nummer 1 und Nummer 2. So, was kommt erstmal hier rein? It's over 9000! So, wir haben Spitzhacken. Damit können wir erstmal schön weiterbauen. Hier war da mal eine schöne Fackel. Und da ist er wieder nach oben teleportiert. Also aus dem Nether raus praktisch. Ich weiß doch gerade gar nicht, funktioniert eigentlich im Nether dieser Raumbefehl? Eigentlich schon, oder? Überfragt. Oh, Kohle. Das ist aber schön. Wieso wird es da wieder heller? Ich sehe jetzt gerade nicht wirklich, aber gut. Lass einfach mal so. Ding hin hier. Komm, komm, komm. Ja, komm mal.
Lol, gut. Ha. Genau, dem fährt hier vorbei. Sehr schön. Da. Wieder ein bisschen Diorite. Fuck! Wir haben zu wenig Diorite. Oder habt ihr was dabei? Nein, natürlich nicht. Ah, hier ist auch noch. Wow, hier habe ich genau auf die Fackel raufgepackt. Das kommt bitte raus. So, hier gucken wir gleich mal, was hier so abgeht. Weil wir Bodenschätze haben. Ein bisschen Licht hier. Schätze ich schon mal keine, außer ein bisschen hiervon. Hat sich natürlich voll gelohnt. War alles geplant. Wo komme ich jetzt wieder raus? Ein bisschen gar nicht. Scheiße. Leck mich. Fuck you. So. Was ich nämlich immer gerne mache. Das kann jeder gerne so machen, wie er es möchte. Ich habe immer so eine ganz dumme Angewohnheit. Und zwar nehme ich jetzt einmal Holz. Boah, Alter. Das klang gerade ultra scheiße. Einmal Holz. Und jetzt packe ich das praktisch hier lang. Bap, ja, komm, bap, bap. Ey, wow, wow. Digga. Hat das gepasst oder was? Hä? So, jetzt sieht das für mich hier so aus, wie als wenn das so eine kleine Bucht wäre, so. Also ich finde halt sowas halt immer schick. Das macht so ein Tunnel etwas lebendiger, finde ich persönlich. Hat man immer mal ein bisschen Abwechslung, immer mal ein bisschen was zu sehen. Ja, ist ja auch nicht schlimm. So, wir brauchen Diorite. Da kann ich eigentlich gleich mal hier auch noch abschlagen. So, das werden wir jetzt natürlich nicht ausfüllen. Ich werde das sogar noch ein bisschen breiter machen. Sieht das so aus mit, das soll so sein. Wieso sieht doch geil aus? Warum ist der jetzt hier runtergesprungen? Oh Gott, jetzt habe ich jetzt Holzkapitel wieder abbauen. Ah. Wisst ihr was? Hier kommt. Bam bam. Bläb. Ah, das war dumm. Komm, fuck off hier. Bap, bap, bap. Wow, ernsthaft jetzt? Scheiße, Alter, das gibt's ja nicht. Ihr wollt mich doch veräppeln. Oh ja, sieht nicht so scheiße aus, wenn man jetzt hier so lang geht. Ich will sterben. Komm, jetzt nicht. So, wie machen wir das jetzt richtig? Ich würde diesen Tunnel gerne erhalten. Ich würde aber gerne Aufstieg haben. So, so, so. Okay, fuck off. Sieht ein bisschen besser aus. Ach, immer noch Diorite. Mann, warum noch Diorite? Verfluchte Scheiße, hat er noch was geschrieben? Ach so. Ach so, schreibt er. Ist ja nett.
So, dann würde ich mal sagen, Diorita. Oh, wir haben noch eine ganze Menge. Ist ja nett. Dafür kommt der ganze kleine Radatsch hier raus. Brauchen wir alles nicht. So, Diorita, haben wir jetzt ein bisschen was. Hä? Ach, was ist mit dir? So, du kommst noch da. Ja, dann würde ich mal sagen, machen wir mit den nächsten Woche direkt weiter, ne? Wow. Hallo. Hallo, hallo, hallo. Man sieht das Ende der Welt. Gut. Ja, in dem Sinne, schau mit vor.